Seid gegrüßt, ich bin die Kim und ich habe euch einen Text mitgebracht, der von hier kommt. Also nicht aus meinem Herzen, sondern von meinem Magen, weil es um ein Thema geht, das mich sehr ankotzt. Es geht um Populismus und der Text trägt den Titel, der da lautet: Das Lazarett der geschundenen Begriffe. Chronisch anachronistisch, logisch völlig entleert, fälschlicherweise euphorisch, Intention dahinter verklärt, weltbildlich, dualistisch, sich gegen das Böse wehrt, dich die anonyme Masse eines Besseren belehrt. Statt Diskussion, lieber Monothematik, wird Argumentation zu Bauernpolemik. Mit Aversion gegen echte Problematik zerstören Hetzparolen die Bastionen der Republik. Achte nicht auf Statistik, dreh aus Lüge Linguistik zu deinen Gunsten, denn die Gunst der Stunde gilt es zu nutzen. Mit Geld spielt man nicht, den Ängsten der Menschen schon. In Zeiten der Unsicherheit lässt sich herrlich hetzen. Versprechungen sprechen jeglicher Vernunft einen Hohn. Setz die Segel in den Sand, die Rationalität an die Wand und die Logik in Brand. Postfaktum sei die Devise im Land. Quo vadis Gesellschaft? Quo vadis Politik? Quo vadis du? Ganz apathisch, ohne jeglicher Kritik. Oder doch, wenn du kurz drüber nachdenkst, es sich in dir sträubt und du dann, betäubt, weiterlebst, als ob nie etwas gewesen sein kann. Du lebst zwar dein Leben, aber gehst nicht mehr raus, schaltest Internet und Nachrichten aus, ziehst Vorhänge zu, die Welt sei heil. Hoch lebe das Spießbürgertum, Biedermeier-Style. Und vor jeder Wahl steuern asoziale Medien den politischen Ruck. Feuilleton war mal, kulturelle Bildung heißt jetzt Facebook. Und das blaue Vöglein auf dem braunen rechten Ast zwitschert Hasspredigten, zwitschert das, was wir doch mit der Aufklärung beseitigten, zwitschert Stammtischparolen unter Einfluss von Bier, zwitschert: Ich habe nichts gegen Asylanten, aber nicht hier. Zwitschert Einwanderung, nicht mit mir. Zwitschert 444, buntes Trier. Zwitschert Fantasien von Staatsumwürfen. Zwitschert Hashtag, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Kämpft nicht um jedes Wort, sondern mit. Sprache als Mittel der Kriege. Jeder Satz ein Gefecht, jede Silbe ein Tritt. Propaganda führt uns zum Siege. Die Opfer des Ganzen? Die Sprache selbst stirbt. So sitze ich im Lazarett der geschundenen Begriffe und rette jedes Wort, das noch Gutes im Kerne birgt. Flicke Wunden der Verbalangriffe. Das Wort Volk hat sich in Dresden den rechten Arm gezerrt. Angst erlitt ein Kriegstrauma, ist jetzt manisch-depressiv, als die Menschlichkeit tief ins Koma schlief. Dank inflationärem Gebrauch verlor Krise seinen Wert. Und auch wenn man sich davon distanziert, ist national seit Hitler böse konnotiert. Symbolisch auf dem Berliner Opernplatz werden wie 1933 Bücher verbrannt und neue verfasst, veröffentlicht, online bekannt. In nicht mehr als einem Satz: Nicht reden, verfluchen. In 280 Zeichen, nur wenigen Wörtern die Welt zu erörtern versuchen. Die Einfältigkeit bedauere ich zwar sehr, doch Populismus kommt von populär. Entdarmt von Mitgefühl bleiben Hass und Häme, für einfache Lösungen komplexe Probleme. Was man dagegen tun solle, fragst du zu Recht. Doch ich kann nicht mehr als berichten. In klaren Antworten bin ich schlecht. Hätte ich Lösungen, würde ich nicht dichten. Dankeschön. Quo vadis Gesellschaft? Quo vadis Politik? Quo vadis du? Ganz apathisch, ohne jeglicher Kritik. Oder doch, wenn du kurz drüber nachdenkst, es sich in dir sträubt und du dann, betäubt, weiterlebst,
als ob nie etwas gewesen sein kann. Du lebst zwar